Jo Leute, was geht? Und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Und ja Leute, im heutigen Video möchte ich euch zeigen, wie ihr dieses Schneemann-Outfit in GTA Online bekommen könnt. Ja, mit der heutigen Eventwoche ist auch wieder eine neue Schatzsuche ins Spiel gekommen. Und mit dieser Schatzsuche müssen wir insgesamt 25 Schneemänner zerstören, die auf der kompletten Map verteilt sind. Und in dem heutigen Video möchte ich euch alle 25 Standorte zeigen. Für jeden zerstörten Schneemann bekommt ihr 5000 GTA-Dollar und ein paar RP. Und wenn ihr dann alle 25 eingesammelt habt, bekommt ihr dann nochmal 125.000 GTA-Dollar dazu. Das heißt, insgesamt bekommt ihr dann 250.000 GTA-Dollar und sehr, sehr viel RP. Und ja, dann würde ich sagen, dann wünsche ich euch auf jeden Fall viel Spaß beim Sammeln und wir hören uns am Ende vom Video wieder. Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. I've been flying from town to town.
Ivan. I've been all around the globe trying to protect your soul. Over the edge, feel like I'm floating through the air. The pain I felt is paid for, all is said and done. Wenn ihr jetzt den 25. Schneemann zerstört habt, bekommt ihr nochmal 125.000 GTA-Lotte oben drauf, einige RP und unten links die Meldung, dass wir jetzt das Schneemann-Outfit freigeschaltet haben. Jetzt zeige ich euch eben noch, wo ihr das Schneemann-Outfit findet. Dafür begeben wir uns einfach nur zum unserem Apartment, gehen dann an den Kleiderschrank ran, zu den Outfits, runter zu festlich und dort findet ihr dann das Schneemann-Outfit. Und ja, Leute, das war's auf jeden Fall mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es denn so sein sollte, würde es mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr mir noch ein Abo und ein Like da lassen würdet. Und ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.